So, ihr Lieben, zurück bei Lascaus GR auf Baltopia. Und wir fahren weiter. So. Aber wir könnten eigentlich, was haben wir noch an Hermes? Jetzt auf den Char? Ja, wir hauen noch einen ein. Und muss ich da mal von den anderen Char wieder runterholen. Welche? Hier auf dem machen. Na. Auch wenn wir eine 100% Sperre drin haben, wir leveln trotzdem ein bisschen. Aber das liegt daran, weil wir keine Gruppe haben. Oh, das macht nichts. So viel leveln wir auch nicht. Was kriegen wir? 2. Ja. 2 Erfahrungspunkte. Das ist nicht viel. Das macht doch nichts. Ach Mensch. Was haben wir vergessen? Genau, eine Rolle. Wie gesagt, jetzt noch mit den hier 3 Videos. Und dann werden wir weiter leveln. Was haben wir jetzt schon am FB? Ach, guck. Ja. Wir hätten auch jetzt. Wir hätten auch vorher noch die Quest machen können in Juno. Die Sasquatch Quest, aber ja, Mensch, wir machen es halt so. So, da. Wir machen es halt mal so. Die magischen Steine braucht er, ja gut, als Neuling würde ich sagen, sammel die auch mal auf. Wie ihr seht, ich habe Ketten drin, das ist von meinem anderen Char. Aber die magischen Steine ist halt Schmuck hier. Das ist halt Schmuckrüstung und sowas. Und Intelligenz, ja, kann man als Neuling, muss man das eigentlich mitsammeln, dass man da ein paar Bündchen hat an Verteidigung und ein bisschen Angriff. Aber ich glaube, die geben eher so Verteidigung, Intelligenz, sowas, ne? Und Stärke und sowas. Ja, ja, das ist klar. Ne, ganz die ein bisschen Intelligenz und so. Aber wenn man neu anfängt, ist das schon vom Vorteil, dass man ein bisschen schon mal was hat. Also wenn man komplett neu anfängt. Ansonsten die alten Hasen wissen's. schwarze Bälle mitnehmen. Die schwarze Bälle und die schwarzen Bären sind nicht nur für das Irisbuch hier oben, sondern auch für eine Quest später in Tradan. Da brauchen wir auch noch Äxte oder zerbrochene Axt, so wie das war, und die komischen Messer, wie die heißen, zerbrochenes Messer, nee, warte mal, da haben wir doch schon mal was, wo war denn das, ja, nee, das ist der Wolfzahn, Moment, ach genau, hier, die zerbrochenen Messer, da gibt es auch noch Äxte, die brauchen wir dann auch noch, und das sollte mal als Neuling, wenn man neu anfängt hier auf dem GR-Server, eigentlich alles sammeln. So, ich sammle das jetzt so plus so. Das muss haben, dass ich es mal vorführen kann, für was und wieso. Falls die Geschichte hier noch länger geht oder ihr es auch länger sehen wollt, dann sammeln wir das. Ansonsten, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach neuen Privatserver, den ich vorstellen kann, wo man ein bisschen zocken kann, jetzt nicht übertrieben, so wie auf Reflection. Meine Reflection, das bleibt mein Hauptprivatserver, also
Da werde ich immer zocken. Ob ich Videos mache oder keine Videos mache, ich werde immer zocken. Den Grund wisst ihr ja, warum ich jetzt erst einmal die Videos hier mache. Der erste ist natürlich hier, dass ich noch keinen schönen neuen Privatserver gefunden habe, den ich vorstellen kann. Und zum zweiten, dass sich es bei Reflection ein bisschen zieht mit den Leveln und ich das euch jetzt nicht antun wollte. 10.000 Videos bis 2010, bis 210 Level. Wenn ich dann so weit durch bin, so auf 209 halt, fast 210, da mache ich wieder Videos von Reflection, wie wir das Level abschließen, also das Level Cup schaffen und wie wir dann versuchen noch mal Rüstung zu farmen und Waffen zu farmen. Bis dahin kommen erstmal hier die Videos von GR und wie gesagt, ich suche dann noch Privatserver. So. Die Regentropfen brauchen wir eigentlich nicht, aber meistens, wenn sowas droppt, dann ist das irgendein Event. Ich glaube, es müsste auch ohne Ballflöte nehmen wir trotzdem mit, auch obwohl wir jetzt ein Pferd haben, aber die kann man auch verkaufen. Also wie gesagt, auf dem Office-Server, also Deutschland-Server, was der Original-Server Last Chaos ist, kann man alles zu Geld machen. Alles. Außer hier solche Klebrüstung. Das kann man nur im NPC verkaufen. Und dafür gibt es nicht viel. Aber Mondsteinkisten und sowas, ja, das bringt alles schon was. Mondsteinkisten, Booster, die Regentropfen. Weil ich habe hier noch nie, also ich meine gut, ich war jetzt so ein Jahr fast nicht auf den Server hier aktiv. Aber ich habe hier drinnen noch nie Regentropfen getroppt. Also ist es wahrscheinlich doch ein Event oder so. Glaube ich mal. Gehe ich mal davon aus. Also, wie gesagt, ich habe mich nicht belesen, was für neue Events draußen sind. Hier gibt es eigentlich fast tagtäglich neue Events. Wenn es auch bloß ja, Cash Shop mäßig sind. Ansonsten ja. Ansonsten ja. So. Ihr seht ja mit der Igni, da geht das so übelst flott. Wir könnten jetzt auch noch hier schnell mal, da kann ich es mal wieder vorführen. Bam, aber das dauert zu lang. Bevor ich meine Maler runtergepelzt habe. Da ist dann die schöne Igni weg. Das war ja hier mit drin. Ne, die kann man nur neu erlernen. Ne? Gut, ey. Aus durch. Kriegt man jetzt nicht runter. Dass wir ein Jaguar und einen Edelbuff nutzen können. Im Lager habe ich auch kein Mana-Juwel. Aber den würde ich jetzt so, so nicht auf die Rüstung machen, weil das wäre Unsinn. Das wäre Verschwendung. Dass ich ein Mana-Juwel drauf mache.
dass man immer auch Rüstungsteil auszieht und anzieht. Und die Mana runterzukriegen, das wäre Verschwendung. Ja. Ne. So. Ups, kommt. Wie gesagt, nehmt die Einser Juwelen auch mit. Man weiß ja nie. Früher war das immer hier heiß begehrt, oh, da haben sie sich alle hier geschlagen um den Raum und hast du nicht gesehen und jetzt? Oder der 25er Raum, der hier Berserker oder so, wie die hießen, war auch immer heiß begehrt. Aber ich glaube, der Raum ist immer noch heiß begehrt. Aber das werden wir dann in späteren Videos dann sehen. Wenn wir dann, sollten wir dann leveln. Dann sehen wir das immer. Dass da immer viele drin sind. Ja, so, was haben wir am Plan? Ach, ich will nicht sammeln. Ah, das ist unter Belt überfüllt. Nee, es passt noch was rein. Das geht. Seht ihr, was man hier noch mitnehmen kann? Das sind die Waffen. Ich glaube, das ist bei den Perserkern. Ich bin mir nicht gerade sicher, wie die heißen. Aber jedenfalls diesen 25 oder so. Level 25. Oder hallo? Ach Gottchen. Die Waffen kann man noch mitnehmen. Kann man sich auch ein bisschen Gold machen, wenn man die so verkauft. Also in den NPC. In NPCs. Dann ja, kann man sich so noch ein bisschen Gold machen. Da ist ein Heili. Die wollte bestimmt auch hier rein. Nein, gibt's nicht, wir sind hier drin. So. Uns reichen eigentlich die Questen dann später, das ist immer die im Gewölbe des Schmerzens, die Quest, dann die in Ikea, die Quest, das ist eine Veteranenquest. Ja, gut, die ist nicht bloß in Ikea, aber die Veteranenquest ab 101 oder ab 100 ist die, ne? Ich glaube ab 100. Die und vorher gab es noch eine, ab 100 gab es. Das ist die und die ist im Seelenturm in Ikea. Die ist auch nicht schlecht, die Quest. So, dann. Na jo, den Gewölbe des Schmerzes, da müssen wir sie bloß annehmen. Da ist das ja bloß mit den 60 Spinnen und dann. Oh,
61, ja, 60 Spinnen, dann 60 Anführer und immer dann 60 Pfingstanführer oder die Pfingstsperrkämpfer. Das wäre dann die Rucksackquest. Ja, die bringt auch gut. Und dann, ach doch, noch in ein Gewölbe direkt, klar. Das ist die mit den Arbus oder was weiß ich. Oder mit den Bossen allgemein, ne? Also es sind drei schöne Questen, wo es eigentlich schön reicht. Mit den FB her. Aber erstmal da hinkommen, ist ja klar. Erstmal müssen wir da hinkommen. Das ist logisch. Erste Mal da hinkommen. Und wo kommst du jetzt auf einmal her? Nee, besser wollen wir nicht. Wo kommt der auf einmal her? So. Ja, ich deswegen, was wollte ich jetzt sagen? Ach, ich habe jetzt eigentlich was gedacht und eigentlich so gedacht und da wollte ich irgendwas sagen. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch die Woche hier ein bisschen vor die Videos und dann leveln wir weiter. Und das sollte reichen dann. Das sollte dann eigentlich an FB reichen. Dass wir machen dann schon dann die Questen und so und das reicht. Meiner Meinung nach. Ja, klar, früher war es so, ach, FB und FB und FB, ja klar. Aber so viel braucht man mit den Juwelen, also ganz mit den ganzen Juwelen-Sachen hat sich das so vereinfacht eigentlich auf dem deutschen Server, dass man gar nicht mehr so viel FB braucht. Klar, wenn man jetzt am Anfang, wenn man jetzt am Anfang nichts hat, wenn man wirklich jetzt neu anfängt auf den Server und man hat gar nichts, ja, dann ist Farm schon angebracht, weil man dann auch so ein bisschen Gold macht nebenbei und ja, klar, dann droppt man hier die Mondsteinkisten, die man zu Gold machen kann und so, na klar, gut, da bietet sich das an, aber wenn man schon höheren Char hat oder mehrere höhere Chars, dann braucht man das nicht. Dann hat man auch die Rüstung, die man dann seinen Char rübergeben kann, sein Zweitchar, sage ich mal so, und da ist es nicht das Problem. Ach Mensch. Na. So. Und Sachen. Hiermit machen wir auch gleich wieder einen kleinen Cut. Ja, das sammeln wir noch ein. Mal das Bett wegpacken. Das sammeln wir noch alles ein hier. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und ich sage Mega Daumen für euch. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.